Ellen? Wer könnte das gewesen sein? Hat jemand eine Idee? Die drei Musketiere. Die drei Musketiere, richtig. Ah, aber eigentlich waren es doch gar nicht drei. Obwohl es immer drei Musketiere ist, eigentlich waren es mindestens fünf. Stimmt. Ja, es waren mindestens fünf. Es, soll ich mal vorstellen? D'Artagnan? D'Artagnan, Porthos, ja. Athos, Aramis und stimmt, Orlando Bloom. Stimmt. Orlando Bloom war auch dabei. Was für Tier? Sie. Ja, der war doch, bei den drei Musketieren auch dabei. Ja, ja, ich dabei. Weiß nicht. Keine Ahnung, ich habe den Film nie gesehen, der war mir zu. Ja, egal. Da kenne ich zu viele, die da mitgespielt haben. Man muss dazu sagen, der wurde in Würzburg gedreht und er kommt aus Würzburg. Ja. Ja. Auf jeden Fall, das hat eigentlich gar nichts mit dem Film zu tun, aber wir haben festgestellt, es sind mehr als drei Musketiere und deswegen werden wir die drei Musketiere jetzt auch gebührend feiern und ihr kriegt gleich auch noch was zu tun, aber dazu später mehr. Ja, also haltet euch bereit. Achso, wichtig ist noch übrigens, dass die Musketiere Blumen an ihren Hüten hatten. Stimmt. Das weiß man gar nicht so richtig. Ja. Welche Blumen Orlando an seinem Hut hatte? Das erfahren wir später. Wahrscheinlich hatte der nur eine Feder, oder? Möglich. Ich denke. Fangen wir einfach was, mal an. Was, tatsächlich? Das kannst du? Klatschen, ich würde das animieren, aber ich habe eine Hand voll. Nein, ich rede schon. Ja, wundervoll. Drei Musketiere, die kamen in ein Städtchen. Drei Musketiere, die kamen in ein Städtchen. Tralala, 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 tralala. Die trafen dort ein Mädchen. Hallo. Der erste von den drei, der trug am Hute Pfeilchen. Der erste von den drei, der trug am Hute Pfeilchen. Tralala, 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 tralala. Der schickerte ein Weilchen. Hui, hui! Jetzt wieder klatschen! Ihr könnt mal Pause machen, ich muss ja warten, wie der Film fahren muss. Genau! Der trug am Hute Rosen. Der zweite von den drei, der trug am Hute Rosen. Tralala, 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 der wollte die Maiken kosen. Aha. Der dritte von den dreien, der trug am Hute Flieder. Der dritte von den dreien, der trug am Hute Flieder. Tralala, tralala, der öffnet nur das Flieder. Was? Die Sau? Hui, hui, hui. Da der Fliesch! Der vierte von den drei, der trug am Hute Wicken. Der vierte von den drei, der trug am Hute Wicken. Tallerei, tallala, tallerei, tallala. Ja, ich weiß auch, der vierte von den drei, nein. Das klingt total bescheuert. Aber das nein, das sind Kinder anwesend. Was haben Sie denn für ein Problem damit? Vierte von drei ist nein, nicht gut. Nein, Wicken. Ja, der wollte die Mark mal Bier holen schicken. Was ist das so schlimm? Nein, ist okay. Ja, Bier dürfen Kinder auch noch nicht trinken. Also stimmt. Kinder trinken kein Bier. Nein. Ja. Limo holen schicken, finde ich. Limo holen auch bitten. Ja. Egal. Der fünfte von den drei, der trug am Hute Feder. Der fünfte von den drei, der trug am Hute Feder. Tralala, 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 tralala. Der steht auf Lack und Leder. So, jetzt kommt ihr ins Spiel, denn es waren noch mehr als fünf Musketiere, aber wir haben vergessen, welche Blumen wir uns hatten. Ja, und da müsst ihr uns jetzt helfen, indem ihr uns Blumennamen auf. Genau. Blumennamen! Ihr werft uns Blumennamen nach oben und wir antworten mit einer spontanen. Hast du gerade Rose gesagt? Kamille! Rose war schon! Mit einer erfundenen Kamille! Kamille! Ja, dann krieg ich was hin. Kriegst du was hin?
Kamille. Der Kamille. Kamille. Kamille ist in Köln und dann falsche Jahreszeit. Nee, Kamille. Mach Kamille. Der Sechste. Der Sechste von den Dreien, der trug am Hut Kamille. Der Sechste von den Dreien, der trug am Hut Kamille. Kalalala, kalalala, kalalala. Der hatte 3,5 Promille. Okay, der Siebte! Was? Lilien! Sonnenblume! Lilien kam zuerst, Lilien! Lilien! Ja, einer nach dem anderen, Lilien hatten wir eben. Hebt uns den Rest für später auf, Lilien! Lilien! Hat jemand was auf Lilien? Ihr wisst, ich bin so richtig schlecht da drin. Oder ne? Lilie, das geht ja auch. Nicht das Problem, wenn du jetzt reinrufst, kann okay, ich die nicht mehr benutzen. Ich hab was. Oh, bist du? Was? Ich hab was. Wir sind bei Siebte. Der Siebte hatte Lilie. Der Siebte von den drei, okay. Der trug am Hut eine Lilie. Der Siebte von den drei, der trug am Hut eine Lilie. Tralalala. Der wünscht sich eine Familie. Finde ich, im Zweifelsfall. Herr Achte, wäre jetzt dran. Buschwindröschen! Sonnenblume! Sonnenblume. Nehmt ihr das Buschwindröschen auf und ich mach die Sonnenblume. Ja. Buschwindröschen, ja, ja. Aber ich mache jetzt, also ich bin, du hast Zeit, dir das Buschwindröschen etwas Originelles einfallen zu lassen. Und ich mache jetzt die Sonnenblume, der Achte. Der Achte von den drei trug am Hut eine Sonnenblume. Der Achte von den drei trug am Hut eine Sonnenblume. Tralalala, 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 tralalala. Der sang zu ihrem Ruhm. Ich habe gesagt, ich mach Buschwindröschen, ne? Ja. Na klar! Ich bin wirklich, also spontan rein ist total meine Stärke. Muss ja diese Stärke. Der neunte war aber, ne? Der neunte von den drei trug am Hute Buschwindröschen. Der neunte von den drei trug am Hute Buschwindröschen. Tralalai, tralalala, tralalai, tralalala. Der stand auf Spitzenhöschen. Auf dem Kopf natürlich, wie sonst? Ja? Ist doch okay. Auf dem MPS darf jeder kommen, wie er will. Also, das war jetzt irgendwie schade, aber das ist nicht toll. Der Zehnte. Ranunkel. Ranunkel ist doch ein Blumen, was zum Essen, oder? Nein, Ranunkel ist tatsächlich auch nein, das ist Rapunzel. Ist das hübsch? Nein, Rapunzel ist die Farbe, die lange Haare. Ist ein Hahnenfußgewächs, Ranunkel. Ja, hast du mal ein Botanik aufgepasst? Du Scheiße, mal keiner. Besserwisser Boy. Ich erinnere dich bei Gelegenheit, ja. Der Zehnte hatte Ranunkel. Hat jemand Strophe? Zum dritten Mal. Du hast eine. Wunderbar, dann mach das. Hast du was gesagt, Hedrich? Hedrich, du bist auch auf der Bühne. Also, weil sie wir haben Spaß, was wir machen. Der Zehnte von den drei, der Zehnte von den drei, der Zehnte von den drei, tralalai, tralalala, tralalai, tralalala. Der macht es nur im Dunkeln. Und hat am Arsch die Ruhe. Hey! Okay. Was hat der Elfte? Was? Gladiolen. Gladiolen. Na, kann ich. Da weiß ich einen. Da weißt du einen. Ich auch. Ich auch. Aber die Gabriel war zuerst dran. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Der Elfte von den Dreien trug am Hute Gladiolen. Der Elfte von den Dreien trug am Hute Gladiolen. Der ließ sich gerne den Hintern versohlen. Hey! Ja, ich glaube, die Königin der, wie viele Wörter kann man in eine Phrase hineinbringen? Keine. Der Zwölfte. Und da
dann auch, damit soll es dann auch gewesen sein. Einen Schuss habt ihr noch? Was? Ich hab nur die Narzissen verstanden, die waren lauter als du, tut mir leid. Der lauter schreit hat recht. Nein, wenn ihr gleichzeitig dran seid, tatsächlich Narzissen, da weiß ich was, ich hab was auf Narzissen. Okay, ich hab was, ich war schon länger. Ladies first, Ruhe. Ich hab was Tolles auf Narzissen. Der Zwölfte von den drei, ja, trug am Hut Narzissen. Ja, spannend. Der Zwölfte von den drei, nein, trug am Hut Narzissen. Tralala, der muss ganz dringend was von ihr wissen. Was denn? So komisch, das ist gemein! Verdammte Cliffhanger! Das andere wäre zu offensichtlich gewesen, oder? Super, ne? Kann ich hin, ich hätte der Weihnachts in sein Kissen. Uiuiui. Ui. Ganz traurig. Das, ja, hat ja wir waren Familie, das andere war viel lustiger. Ja, genau. Ja, was war denn jetzt eigentlich mit der Blume des Jahres 1352? Stimmt, wir befinden uns ja im Jahre 1352, wie auf jedem MPS. Historisch korrekt. Dargestellt 1352. Ja. Die Blume des Jahres 1352 war der Kaktus. Die Kamille! Der Kaktus! Was ist los mit euch, Jungs? Der Letzte von den drei, der trug am Hut den Kaktus. Der Letzte von den drei, der trug am Hut den Kaktus. Tschüss!